Hallo liebe Naturforscher, herzlich willkommen zur fünften Folge von Zuhause Forschen der Stadtbibliothek Stuttgart. Mein Name ist Conny und wir bauen uns heute eine Lavalampe ohne Strom. Dazu braucht ihr ein leeres Glas oder Flasche, Leitungswasser, ganz normales Speiseöl, verschiedene Tintenpatronenfarben, dazu die Schere zum Aufschneiden und Brausetabletten, zum Beispiel Multivitamintabletten. Und los geht's! Wir nehmen zuerst die Flasche, am besten benutzt ihr eine Unterlage und füllt sie zu einem guten Drittel mit Wasser. Und den Rest füllen wir mit Öl auf. Nur nicht bis ganz oben zum Rand, ihr lasst ungefähr 3 Finger breit frei. So ungefähr. Jetzt könnt ihr eure Lavalampe noch in euren Lieblingsfarben färben. Dazu eignet sich besonders gut Tinte. Entweder eine kleine Patrone komplett oder eine große halbieren. Am besten macht ihr das mit einer Schere und haltet es am besten übers Waschbecken, das spritzt. Jetzt lasst ihr eure Tintenfarbe einfach durch die Öl- und Wasserschicht durchtropfen. Hier seht ihr, im Öl bewegt sich die Farbe langsam und dann macht sie kurz Stopp an der Wasseroberfläche. Es dauert einen Moment, bis sich die Tinte im Wasser auflöst. Ihr könnt die Flasche auch ein bisschen bewegen, dann löst sich die Tinte schneller auf und es sieht wunderschön aus. Ich habe jetzt mal 3 verschiedene Tintenpatronen genommen und in der Mitte seht ihr die Flasche, die habe ich ziemlich voll gemacht mit Öl und sie hat einen Deckel. Mal schauen, was passiert. Ich fülle die Brausetabletten ein. Und hier schließe ich den Deckel. Jetzt schauen wir uns einmal genauer an, wie die Lavalampe funktioniert. Das ist unsere Lavalampe mit dem Öl und dem blau gefärbten Wasser. Vergrößert, einmal so dargestellt. Wie ihr hier seht, schwimmt Öl immer auf Wasser. Aber warum? Vereinfacht und vergrößert dargestellt könnt ihr euch das Wasser vorstellen, als würden da lauter kleine Menschlein sein, die sich ganz dicht aneinander drängen und an den Händen festhalten. Denn Wasser sucht sich immer ein anderes Wasserteilchen und bildet so eine geschlossene Mannschaft. Dann seht ihr hier die gelben Ölteilchen, die machen das ganz anders. Die legen sich nämlich hin und jetzt seht ihr schon, dass auf der gleichen Breite von den Wasserteilchen, das sind 8 Stück, nur 2 Ölteilchen passen. Und natürlich sind 8 Wasserteilchen dicht zusammengedrängt schwerer als 2 liegende Ölteilchen. Deshalb kann Öl auf Wasser schwimmen. Und jetzt schauen wir uns einmal genauer an, was mit den Wasserteilchen und den Ölteilchen passiert, wenn ich eine Brausetablette dazu tue. Vereinfacht und vergrößert dargestellt, sind das die Wasserteilchen, die sich gegenseitig festhalten
und die länglich liegenden Ölteilchen. Jetzt kommt die Brausetablette und mischt das Ganze mal so richtig auf. Weil die Brausetablette tatsächlich Natron und Zitronensäure enthält. Zusammen mit Wasser ergibt es eine explosive Mischung. Und es entsteht ein Gas namens Kohlenstoffdioxid. Das grüne Gas, Kohlenstoffdioxid, möchte so schnell nach oben, dass es auf dem Weg dahin die Wasserteilchen mit sich reißt. Unser grünes Kohlenstoffdioxidteilchen kann jetzt aus der Flasche entkommen. Wenn sie offen ist, wenn sie zu ist, haben wir gesehen, es schäumt und macht plopp. Aber die Wasserteilchen bleiben im Öl erstmal hängen. Da unser Wasser aber schwerer ist als Öl, sinkt es wieder langsam nach unten. Das sind die bunten Blubberbläschen, die man dann sieht. Und die ganze Reaktion startet wieder von vorne, bis die Brausetablette komplett aufgelöst ist. Natur erforschen und verstehen. Bleibt gesund. Auf Wiedersehen!